Erstmal die Standardfrage, niemand hier, den man kennt, oder? Niemand, den ihr kennt, nein. Also ihr wart noch nicht in Angbar, ihr wart noch nicht in Greifenfurt. Nein, die Leute kennt ihr nicht. Nun Nur hätte hätte das sein, keiner hätte sein sagen können, können, dass. dass er muss, die Markgräfin selbst irgendwo herumstolziert. Die Sollten wir Markgräfin nicht vielleicht Markgräfin? den Weg nach Norden einmal erkunden, zumindest bis irgendwie den Weg entlang? Vielleicht Nun, können du wir bist an der diesem beste Punkt hier Kundschafter irgendwas von uns. erkennen. Wenn wir hier weit, so weit im Norden sind, dass wir hier über diese Wald, hinter diesem Waldstück sind, dass wir, wenn wir hier oben sind, vielleicht nach da hinten hin irgendwas erblicken können. Man kann ja deutlich weiter gucken als. Ja, wir bewegen uns etwas gen Norden. Schauen wir mal, was sich sehen lässt. Warum sind wir denn sonst eine Spezialeinheit, die vielleicht auch mal sowas wie Ausspähen macht? Weil wir nicht nach vorne ausspielen, da wo der Feind direkt herkommt, nehmen wir die unkonventionellen Methoden. Gut, du bist der beste Kundschafter. Such uns mal einen guten Weg. Alles Bevor klar. ihr losreitet, Isarun zieht aus ihrer Tasche zwei Ketten. Das sind so Lederschnüre und daran sind so Edelsteinanhänger. Ihr habt die so ähnlich schon gesehen bei Abel, mir und Rafim. Und drückt jeweils Ömer und Yalan eins davon in die Hand. Das für Ömer ist ein Türkis mit dem Zeichen des Fex und für Yalan ein Bernstein mit dem Zeichen des Preios. Oh. Der Beistand der Götter wird uns sicher helfen. Oh, ich hätte jetzt auf Dexter Nemoth getippt, aber na egal. Ja, vielen Dank. Hab Dank. Dank nicht mir, sondern den Göttern. Wenn wir es hier lebend rausschaffen, dann ihretwegen. Das wohl. Vorwärts. Herr! Gut, wie Und dann möchtet geht's. ihr reiten? Ömer gibt den Weg vor. Ja, man gibt den Weg vor. Sozusagen hier irgendwie neben der Mauer, ne? Irgendwo da könntet ihr dann starten. Genau, die Einheit ist 1 zu 1. Das heißt, das wären Ich zieh mal dann. so 1000 Meter. Genau, ist eine Meile. Bis dahin ist es alles okay. Vor dir in dem kleinen Häuschen oder in dem, ja, es ist so ein kleines dörfliche Ansammlung, ein paar Türmchen, ein paar Bauernkarten, ein bisschen, ja, außerhalb da, wo dann die dapathischen Bauern, wobei ist das Dapathien, hast du es nicht genau verstanden. Du kannst sehen, wie da wohl auch Kavalleristen sind. Nicht viele, aber ein paar. Die warten da wohl auch schon auf Entsatz oder stehen da, scharren mit den Hufen. Wenn du auf sie zureitest. Oder ihr. Das wird wohl die Verstärkung sein. Jo. Der Ersatz. Ja, dann weiter bis wie vorne oder so. Bis dann Genau, wahrscheinlich sozusagen da in ganz nah dem bei den Leuten ist. zwischen den Häusern sind sie verborgen. Halt! Ranrad zum Gruß! Ja, Wer Ranrad seid zum ihr? Gruß, also ich bin ein Spezialtrupp der Gaugrafen. Also gut, dann ihr wollt in den Wald, ja? Nein, wir wollen erstmal noch weiter nach Norden spähen. Gut, dann passt auf, wir haben bisher noch von dort keine Informationen über irgendwelche Wesenheiten. Wir wissen sowieso noch nicht viel, was dort passiert ist. Die Himmel haben sich gerade erst zugezogen. Dann sind wir um, dann ist es umso wichtiger, dass wir was erspähen und vielleicht Berichte bringen. Wenn sich etwas tut, geben wir Signal. Haltet euch bereit. Ihr seid bisher die Ersten, die dort in den Wald vorpreschen. Wenn dort irgendetwas ist, dann gebt Meldung und berichtet. Natürlich. Dafür sind wir da. Die Götter mit euch. Und mit euch. Ja, ein paar Meilen seid ihr weitergezogen und wirklich eine Uhrzeit könnt ihr natürlich nicht abschätzen, aber mittlerweile könnt ihr wohl sehen, wie das erste Waffengeklirr, auch wenn es weit, weit entfernt ist, aber es dringt wohl zu euch heran, der erste Kampf- und Schlachtenlärm, wenn Tausende von Schwertern aufeinandertreffen, Rüstung scheppern, es dringt zu euch heran. Das erste Geschrei, das erste Gekreisch, es hat begonnen. Maximal 20 Minuten sind wir wohl unterwegs. Schätzt immer die Zeit ab und ja, fährt seinen Blick jetzt vor allen Dingen auch in diese Richtung ab, um irgendwie hier hinten in diesem Bereich irgendwas möglicherweise zu erkennen. Hält das Pferd an, wendet es mit dem Kopf auch in diese Richtung, nach Osten Ich denke, wir sind und weit hält genug. Ausschau. Seht jemand was?
vor allem viele Hügel, viele bewaldete, grasige Hügel, die hier beginnen. Leicht Süden von euch würden dann die dichten Wälder beginnen. Aber ja, wenn ihr auf den Hügeln seid, hoch runter, kann man nicht viel erkennen. Hier können sich auf alle Fälle auch viele Einheiten verschanzen, das wird euch klar. Ja, wo ist denn der nächste höhere Hügel oder anscheinend der nächste höchste Hügel in der Umgebung, wo man vielleicht mehr überblicken kann? Kann man da irgendwie sowas ausmachen? Also das sind wie gesagt viele Hügel. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier wirst du einen entdecken, aber auch dann nur über die nächste Entfernung. Also grober Überblick: 500 Meter, vielleicht 600 Meter wirst du erkennen. Gerade auch weil es dunkel ist, ist das alles ein bisschen schwierig. Und die Leute können sich wie gesagt auch in den Hügeltälern dann sehr gut verstecken. Da kann man dann einzelne Speer nicht entdecken, wohl dann aber eine größere Armee. Also wenn wir jetzt von sowas wie einem Banner oder einem Halbbanner sprechen, dann sowas könntest du entdecken, aber den größeren Hügel würdest du dann hier oben dann wohl vermuten. Ja, ich würde ganz gerne weiter nach Osten ein wenig mich noch umschauen. In die Nähe der Position, aber noch nicht zu unserer Position. Willst du dich voranschleichen oder sollen wir mitkommen? Sollten reiten. Alles andere dauert viel zu lange. Gut. Schleichen können Dann wir jetzt gerade vergessen. los. Wenn wir Glück haben, ist niemand hier. Hier würde immer noch mal anhalten wollen. Ich nehme mal prophylaktisch die Lanze vom Sattel. Ihr dürft mir mal gerne eine Fährtensuchenprobe oder andere naturkundige Talente, die ihr mir anbietet, in die Box werfen. Da bin ich doch gut drin. Muss man sich für eins entscheiden oder kann man dir alles geben, was man hat? Sorry, ich habe falsch geworfen. Eins, bitte. Okay, dann bleibe ich bei meinem. So, Jalan hat Fährtensuche. Habe mir 7. 5, 4. Wer von euch würde denn, ja, sowas wie den Boden untersuchen oder wer möchte da dann Informationen zum Besten geben? Wer traute sich denn zu? Das wäre wohl ich, wenn es um Pferden geht. Ich meine, ich gucke erst mal, was Ömer sagt. Ja, hier sollten wir uns ein wenig umschauen. Ja, Komm, wenn nee, du gut im Pferden suchen bist, dann nehmen wir dich. jeder schaut sich ein bisschen um, ob er irgendwas findet, würde ich sagen. Über die Ja. Chance. Dann hält immer mal die Augen geradeaus offen. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Wenn Dann wir suche ich keine durchgekommen sind, Fährten, kriegt das Wissen. sondern beobachte die Gegend, ob ihr angegriffen werdet. Gut. Immer zieht auf jeden Fall schon mal den Elfenbogen. Legt die Sehne ein, noch bevor die Leute jetzt anfangen, sich großartig zu lösen. Legt einen Pfeil auf die Sehne und wartet ab. Ihr schaut nach abgeknickten Gräsern, nach irgendwelchen Marschspuren. Zumindest von einem Halbbanner oder einem Banner werdet ihr hier oben nicht sehen. Keine Drachen, die hier oben herumlaufen, keine Untoten, keine Spuren. Es ist merkwürdig still. Zu still? Niemand von euch entdeckt etwas. Auch die Wälder unter euch liegen ruhig da und schwanken im Wind. Die Blitze über euch zucken trotzdem weiter lila. Sieht nicht so aus, als sei hier jemand durchgekommen. Ja. Denke auch, sieht ruhig aus. Wir sollten uns auf Position mit den restlichen Reitern begeben, nicht dass sie ohne uns losreiten. Ja, Und gut. jetzt sind wir ja schon mal im Wald. Wir sollten direkt von hier aus auf Position gehen. Ja, ich denke, unsere Position sollte ja hier vorne liegen, da eine Waldstück. Ja, also immer willst du dich noch weiter im Osten umsehen? Ja. Ja, Ich würde gut. ganz gerne erst noch einmal. Die anderen sind noch nicht da. Wer weiß, wenn wir jetzt etwas sehen, was sich in den Hinterhalt legen will, wäre es gut, wenn wir es schon mal aufscheuchen. Dann können wir die anderen schon mal vorwarnen. Ich denke auch, die Schlacht wird noch eine Weile brauchen, um sich zu entwickeln. Ja gut, Immer dann recht. reite voraus. Ja. Stopp. So, immer. Ich würde ganz gerne bis hierhin nur. Sich verstecken, von euch allen. Ihr könnt vor euch plötzlich leichte Rufe hören. Eine Stimme, die sich in den Wind schneidet. Befehle. Aber Jalan schippe die erkennt sie. 20. Ich will die 20 schippen. Mersingen. Runter, die Köpfe runter! Geschafft. Die Befehle werden gebrüllt von Varena von Mersing. Neben ihr
unter ihr Tatzelwürmer. Zwei Drachen, die ihr erkennen könnt, und ungefähr 20 andere Mordbrenner, die neben ihr herschreiten und sich langsam hier in den Hügeln eine eigene Bleibe suchen. Sie sind wohl ebenso dabei, einen Ausfall von Norden aus zu organisieren, wollen aber hier an dieser Stelle stehen bleiben. Wer hat's denn geschafft? Jalan, Isaron, 14, 5, 7 und 1. Da würfel ich eine Sinnschärfe gegen. Das sieht zu unseren Gunsten aus. Bei Verena von Mersing? Als erstes Klugheit. Bei Sinnschärfe, wer weiß. Vielleicht bei Sinnschärfe gegen Rafims 1. Ja, ihr könnt auf alle Fälle erkennen, wie sie hier nach so etwas wie einem Unterschlupf suchen. Und dann bleibt sie plötzlich stehen und ruckt mit dem Kopf in eure Richtung. Rafim hat sich gerade mit all seinem Kettengeflecht an einem Busch verhängt und hängt da jetzt so halb, kann sich nicht wirklich bewegen. Wenn er jetzt sich noch einen Schritt nach links und nach rechts bewegt, dann rauscht auf alle Fälle der Busch so, dass es nicht bewegt. Halt. Immer starrt in die Richtung und schaut Richtung Verena von Mersing. Ihre Augen leicht rot. Sind die Söldner beritten? Die Söldner sind nicht beritten, sind Mordbrenner mit irgendwelchen Streitäxten und zwei Tatzelwürmer. Also es ist keine Kavallerie, es ist eine unglaublich schwere Infanterie. Es ist eine Spezialeinheit. Immer. Ein Tatzelwürmer und Verena. Meinst du, das können wir? Mhm. Kannst du ihr den Kopf schießen? Wie weit ist sie denn entfernt überhaupt? 50 Meter vor euch. Einen von denen kriege ich mit der Lanze, bevor sie wissen, dass wir hier sind. Dann liegt immer mal ein Pfeil auf dem Ziel, Richtung Verena von Mersing. Mal schauen, ob die gute Frau dann reagiert. Ob sie mich vielleicht gar nicht wahrnimmt direkt. Dich wohl nicht. Aber ich will von Rafim eine weitere Sich-Verstecken-Probe haben. Da bin ich auch so richtig gut. Ja, kacke. Zeit für ein Chip? Zeit für ein Chip. Hast ja, komm, Zeit für ein Chip. Die 20. Ja. Ist ja nur Gewandtheit. Ja, easy. Ja, sie scheint wohl sich getäuscht zu haben, dreht sich wieder zu dem anderen Tatzelwurmreiter und unterhält sich da wohl in einer sehr kehligen Sprache. Ja, Reaktion zielen, feuern. Okay. Wenn ich sehe, dass Ömer feuert, möchte ich dann losgaloppieren. Ich meine, er sagt nichts, aber ja. Ja, du siehst ja noch, wie ich ziele und ziele und dann irgendwann zonk, lässt er den Pfeil los. Richtig. Und der Pfeil schießt in die Nacht. So, dann werde ich euch mal von ein paar Untoten erlösen. Es sind unglaublich viele drauf. Das macht die Kapazität ein bisschen für ein paar zu Einbrüchen. Ich werde die mal runternehmen. Also bei mir läuft alles flüssig, aber du bist ja auch der Horst, also. Naja, ich habe hier einfach gerade ganz, ganz viele drauf. Es ist einfach, es endet nicht so. 1, 2, 3, Tatzelwurm und Mordbrenner brauche ich noch. Ich habe mal gesehen, wie ein Startcharakter einen Tatzelwurm gekillt hat. Die 20 Mordbrenner machen mir auch mehr Sorgen als die Tatzelwürmer. Die sind schneller als die kriegen wir uns nicht. Mir macht Verena Sorgen. Aber die habe ich schon einmal geknackt, die kriege ich auch ein zweites Mal. Gut, 1, 2, 3. Wo ist jetzt Verena von Mersing? Da ist sie. Ich nehme einfach mal an, wir sind jetzt nicht mehr to scale auf der Karte. Weil, ja. Nee, seid ihr nicht. So, 20 Stück habe ich gesagt. Mhm. Das sind 4, 8, 16. Gehört Verena zu den beiden Tatzelwurmreitern oder hat sie ein Pferd? Verena ist eine von den Tatzelwurmreiterinnen. Oh, kenn das. Gib ihr Charge. Gib ihr Lanze. Gut. Ja, während ihr euch da gerade, während Ömer gerade anvisiert, du hast noch nicht geschossen, ne? Ich hab gesagt, ich schieße jetzt. Also das war jetzt der letzte Punkt, bevor du gesagt hast, Moment, ich baue jetzt das Flachfeld. Genau, ja, alles klar, genau so. Die Erschwernis für Dunkelheit ist zurzeit, da wo ich aufhaltet, +6/+6 und für den Fernkampf dann eine +12. Genau. Die Hälfte. So,
Also erstmal Mittel plus 2, weil Menschen großes Ziel. Entfernung mittelweit, also plus 4 für den Elfenbogen, macht sind wir bei plus 6. Bewegung des Ziels, ja, unbeweglich ist sie nicht. Sie hat wahrscheinlich eine leichte Bewegung, die sie macht, aber keine schnelle Bewegung, also plus minus 0, oder? Mhm, wenn sie gerade steht, ist sie. Was denn? Plus minus 0, sie hat sich gerade umgedreht und unterhält sich mit dem anderen Tatzelwurm weiter. Also sie ist nicht stillstehend oder festmontiert, deswegen würde ich jetzt sagen. Stillstehend genau. Ist wirklich fester Stand, aber sie genau. Hat auch keine leichte Bewegung. Ja, es gibt ja unbeweglich festmontiert und dann noch den anderen Standpunkt stillstehend. Aber ich glaube nicht, dass sie so stillsteht, weil sie sich mal wieder hier und da bewegt. Mhm, weiter. Wir waren bei plus 8 bisher. Sichtverhältnisse. Hier haben wir die Dunkelheit mit plus 12. Da bekomme ich zum Glück nur plus 6 wegen Dämmerungssicht. Und dann sind wir bei... dann sind wir bei 12 wieder, ne? Ja, dann sind wir bei 12. Genau, zwei Entfernung 4, 50 Meter hatte ich gesagt. 12. Was denn? Entfernung 50 Meter hatte ich gesagt. Genau. Ich schieße ja mit dem Elfenbogen, das ist dann für den Mittel. Dämmerungssicht minus 2, sind wir bei 10 Punkten Erschwernis. Ich dachte, Dämmerung halbiert die Dunkelheitabzüge. Ja, aber ich kriege ja 12 Punkte Erschwernis für Dunkelheit. Ja. Plus 6 Attacke, plus 6 Parade oder plus 12 Erschwernis für Dunkelheit. Und ich habe Zielgröße plus 2, Entfernung plus 4 macht 6, Helligkeit plus 6 macht plus 12. Dämmerungssicht haben wir schon eingerechnet, Entfernungssinn minus 2 macht 10. Ich habe Dämmerungssicht minus 2 verstanden. Nee, ist gut. Dann schieß mal bitte. Und die anderen können sich schon mal überlegen, wie es weitergeht. Wir würfeln eine Initiative. Oh Gottchen. Nach dem Pfeil. Plus 10 haben wir gesagt, ne? Und dann legen wir nochmal plus 5 drauf. Muss ja knallen. Ach genau, und nochmal 4 Punkte Erleichterung vom Ziel. Ja. Deswegen trage ich 11 Punkte Erschwernis ein. Grüße aus Yolgomak, der Elfenbogen trifft. Mhm, Schaden. Ich muss gerade gucken, plus 5, die Entfernung gibt mir plus 1, also plus 6 Modifikator. In den Kopf, doppelter Schaden. 32 in den Kopf. Nee, 16, dann Rüstungsschutz runter, dann verdoppeln, das wird sie nicht töten. Denn die ist ja bestimmt schwer gerüstet. Aber die Lanze holt sie dann runter. Sie hat eine Behinderung von 6, also einen Rüstungsschutz von 6. Dann 16, 10, 20. 10 sind 20, genau. Ihre Konstitution ist 17 plus Eisern, ist sie bei 19, das sind 2, mit gesenkter Wundschwelle sind das 3 Wunden, ne? Kann das sein? Konsti 17, dann ist sie eine 11er Wundschwelle, oder nicht? Dann kommen 2 Punkte drauf, dann kommen wieder 2 Punkte runter. Dann nee, dann hat sie mit Eisern. Wird sie dann erstmal halbiert? Das am Ende mit dem plus 2 können wir direkt mit dem minus 2 von mir verrechnen. Wir rechnen einfach ihre ganz normale Wundschwelle aus, wie als hätte sie kein Eisen und nicht keinen Pfeil. Dann hat die zweite ist bei 17. Genau, dann kriegt sie 2 Wunden, aber dann ich müsste anderthalbfache Konsti schaffen für 3 Wunden. Das heißt, genau. Sie zwei Kopfwunden. Ist das ein Kriegspfeil? Nein, ich habe nur Standardpfeile. Hm. Gut, Wunden, 2 Stück auf Arena, Lebenspunkte hat sie zu viel, das ist nicht so wild, aber es tut natürlich trotzdem weh. So, Varena von Mersing hat natürlich auch sowas wie eine Selbstbeherrschung. Muss gerade gucken. Worauf wird Selbstbeherrschung gewürfelt? Mut, Konsti, Körperkraft. Ja, Mut ist 18, Konsti ist 17, Körperkraft ist 19. Also 18 der schlechteste, 6 plus ihren THW kann sie also ausgleichen. Ja, sie bleibt sitzen. Gerade wenn sie eine 16er Wert hat oder so als taffer NPC. Du triffst ihren Kiefer, du siehst, wie der Kiefer aufsplittert und der Pfeil in ihrem Kopf stecken bleibt. Sie dreht sich mit ihren glühenden Augen in deine Richtung, knurrt ein paar Befehle und deutet auf euch. Dann stürmt Jalan los. Initiative von euch allen. Achso, ja, ich hätte jetzt gesagt, ich schieße den Pfeil, Initiative, und dann darf sie die Befehle knurren, sobald sie dran ist, oder? Genau, also das, genau, du hast vollkommen recht. Gut, Initiative von euch allen, bitte. Das macht ihr über eine Reitenprobe. Man läuft eine Reitenprobe dann? Die Sterne auf euren Basiswert addieren. So, ihr halten gerade das bei 16. Was passiert, wenn ich die Reitenprobe nicht schaffe? Dann kannst du dich in dieser Runde nicht zum Kampf positionieren und darfst keine Angriffsaktion ausführen.
Dann werde ich mein Glück versuchen, eins des Mi-20 nachzuholen. Ich habe kein Glück, dann werde ich meinen Schicksalspunkt dafür einsetzen. Meine zwei Sterne darf ich jetzt auf meine Ini draufrechnen. Die Hälfte, nicht die ganzen. Ah, dann ein. Die Hälfte der Sterne? Ja, halbe TFF-Stern. Gut, die Irrhaltengarde ist als erstes dran. Die Irrhaltengarde waren ein bisschen überrascht, aber sie wurden da nicht angegriffen. Die versuchen sich erstmal zu formieren, gehen in eine Formation, haben natürlich Schild und Streitkolben dabei. Und ja, formieren sich, das dauert natürlich ein bisschen, aber das ist das, was sie hier tun, was sie ja, ansagen. Bevor sie sich formieren, würde ich sagen, vielleicht will ja jemand vorziehen. Ja, natürlich möchte ich da vorziehen. Genau, ihr könnt auch Stopp rufen, das ist zumindest das, was sie ansagen, das seht ihr. Erzähl. Ich laufe hier los. Mit der Lanze voran, Richtung Varina. Wenn da nur eine Reihe irgendeiner Gardisten steht, die reite ich nieder. 50 Meter, hatte ich gesagt. Was mit Isarun? Hat die keine Initiative geholt? Die wird noch am Rechnen sein. Nee, mein Fantasy Grounds will gerade nicht. Jetzt. Normalen Wurf will er. 17. Okay, nehmen wir. 50 Meter schaffe ich nicht in einer Runde. Ich schaffe 36 unter der Annahme, dass es ein Tralopper ist. Ist ein Tralopper. Ja, dann bist du mehr als die Hälfte auf dem Weg zu ihnen und sie konnten sich auf alle Fälle formieren in der Zeit. Ja, aber wenn es halt nur eine Reihe ist, die rate ich platt. Ja, darum geht's nicht, es ist trotzdem Information. So, dann ihr Halkengarde hat sich, beziehungsweise hat gesagt, sie will formieren. Irgendjemand davor ziehen will? Die haben Äxte und Streitkolben, richtig? Streitkolben, Streitäxte, Schwerter, Schilder, das ist... Keine Pikenwaffen. Keine Piken. Gut. Gut, dann Abel mir. Ich würde abwarten, ich reite nicht in die Formation rein. Gut, dann verfällt deine Aktion. Varena ist dran. Varena bringt ihren Tatzelwurm in Position und dreht sich zu dir. Der andere Tatzelwurmreiter wird auch auf der 20 agieren und tut es ihr nach. Die reiten... Ach komm, der Tatzelwurmreiter bricht durch seine eigenen Einheiten durch und stürmt auf dich zu. Ich muss gerade mal die Geschwindigkeit von dem Tatzel... Was hat denn dein Pferd an Geschwindigkeit? 12. Ist jetzt aus dem Kopf, kann sein, dass 13 sind, aber ich glaube 12. Ich gucke gerade mal nach, was seine... Der Gefahrenwert ist es nicht. Zum Glück nicht. Kann sein, dass es 5 ist. Nee, das ist zu wenig. Dann... Ja, er bringt sich nur in Position vor Varena. Sie ist die Anführerin, er bringt sich davor, dann stirbt halt der Tatzelwurm von ihm. Damit ist seine Aktion durch. Jalan hat schon gezogen. Rafim. Ja, Rafim ist erstmal überrascht, dass Jalan da jetzt einfach voll und kann reinstürmt, aber Jala. Wie weit kann mein Pferd reiten? Dreifache Geschwindigkeit. Unter der Name, dass wir einen Tralopper haben, 36 Schritt. Also 36 würde ich weit kommen. Ist das richtig? 630, richtig? Also eigentlich seid ihr 50, ich habe das jetzt nicht geeicht, ihr müsst jetzt mal gucken, ob das... Ja doch, sind sogar zufällig genau 1 zu 10. Das sind dann 36 genau. Meter, ja, passt. Okay, dann möchte ich mich in eine Flankenposition bringen. Also, ich reite dahin, wo ich jetzt hinreite. Isorun, weißt du, auf welcher Initiative du warst? Mit deiner gewürfelten Sitz? Also ich hatte... Warte mal. Was möchtest du da machen? Forst, die würfel doch mal für sie 3W20 für eine Reitenprobe. Achso, 3W20 kriegen wir hin. Weil wenn sie die Reitenprobe nicht verhaut, ist die Runde sowieso los. Wenn sie kein Chip einlässt. Okay. Achso, ich wollte aber ohnehin nicht losreiten, sondern anfangen zu zaubern. Nee, aber agieren darfst du auch nicht auf dem Pferd, wenn du die Reitenprobe nicht schaffst. Du darfst keine Angriffsaktion machen, verraten darfst du. So, Reitenprobe ist gelungen. Dann kann dieser Runde... Dann hat sie jetzt Initiative Basis plus 6 plus 5 von der Reitenprobe. Muss ich gerade mal gucken, ihre Basis ist 16 plus 5 sind 21. Plus 6 noch sind... Genau, die hatte ich so gewürfelt. Gut, dann ist... 27 hat sie auf die 27 gelegt. Warum ist noch durch? Dieser Runde ist dran. Wo kommen die 6 jetzt? Ich beginne zu zaubern und zwar ein Armatrutz. Dauert 3 Aktionen. 3 Aktionen. Ich frage einfach nochmal, wo kommt der W6 her? Von mir, der? Ja. Den habe ich so geworfen für Inni. Kriegst weil das halt über meinen... Reiten, das die reiten Inni vom Pferd.
solange du auf dem Pferd sitzt, meine ich. Ja, du schmeißt doch keine Ähnliche auf. Hey, wie jetzt? Habe ich nur die Pferde-Ini? Oder wie läuft das? Nur die Pferde-Ini. Ah, okay. Sorry. Du kriegst nur deinen Ini-Basiswert plus deine Ratten-TAP. Ah, okay, ja. Sorry, das habe ich nicht gewusst. So, ich gucke jetzt mal, ob das wieder funktioniert. Also es wird kein W6 dazu geworfen. Kein W6 nee. Dazu? Nein. Dann ist Isarin bei 21 und ich bin auch... Gut, dass du die Regeln dazu kennst, das ist sehr hilfreich. Ich bin bei 22. Okay, hat aber keinen Unterschied gemacht, Gott sei Dank. Gut. Isarin, kannst du würfeln? Nee, also Ini geht immer noch nicht. Ich probiere jetzt mal irgendwas anderes. Genau. Zeig mal, was ihr Zauberer so drauf habt. Sonst sag einfach Bescheid, was du würfeln willst. Ein Armatrotz hast du gesagt, ne? Genau, den kann ich jetzt schon probieren. Aber du musst erst noch ansagen, wie viel Rüstungsschutz bevor dem würfeln. Genau, ich möchte einen 4er Rüstungsschutz da reinmachen. Siehst du, ah, kannst du zaubern will er. Ja, genau. Aber Ini irgendwie nicht, okay. Ja, guck mal später an. Gut, du zauberst, dann ist Isarun durch, Ömer darf noch. Ja, Ömer zwei Runden nachladen. Zwei Aktionen. Die anderen Raubritter hatten sich natürlich auch nochmal positioniert, formiert. Die hat sich noch nicht gezogen. Schauen wir mal nach. Ich zieh die einfach mal erstmal irgendwie, dass hier so ein bisschen Informationen stehen. Gut, dann ist die nächste Kampfrunde drin. Die Mordbrenner müssen als erstes agieren, jemand davor ziehen will. Was macht denn der Tatzelwurmreiter? Der Tatzelwurmreiter stürmt auf dich zu. Durchbricht die Reihen der Mordbrenner. Ich dann lasse ich ihn dies erstmal tun. Ich würde gern vorziehen. 17, dann darfst du vor erstmal eine Reitenprobe machen, ich habe vorhin vergessen. Dann müssen wir jeder eine Reitenprobe machen, ob wir handeln dürfen? Nein, die erste Reitenprobe ist nur einmal, Ini. Hat er vergessen. So, dann erzähl, also, abel mir. Ich hatte 3 Punkte Reiten übrig und einen Grund-Ini von... Von, Sekunde. Kampf. Von 11, nee, 15 habe ich einen Grund-Ini. Also, ja, dann passt das doch. Dann bin ich bei Opa 17, okay. Ich würde einen Ignisfero vorbereiten, verkürzen... Und dauert dann 3 Aktionen. Gut, das ist doch mal eine Ansage. Aber mir zaubert 3 Aktionen. Mordbrenner sind dran. Ich habe hier 1, 2, 3. Was machen die Mordbrenner, die vor mir stehen? Die ziehe ich jetzt gerade mal in deine Richtung. Die stürmen auf dich zu. Okay, davor möchte ich handeln. Ja. Kann ich vor den Mordbrennern und nach dem Tatzelwurm handeln? Ist das möglich? Nein, weil der Tatzelwurmreiter hat sowieso eine höhere Initiative, du weißt nicht, was der tut. Der Tatzelwurmreiter ist auch auf der 20. Der ist auch auf der 20, genau. Den führe ich okay. Gemeinsam mit Verena. Weil ich möchte mich nämlich ein Stück hier wieder zurückziehen. Du bist im Galopp nach vorne geritten und jetzt wieder Kehrtwende. Ja, dann reite ich halt im Kreis so. Ja, okay, 36. Warte mal. 360 maximal. Stopp. Ja, so. Gut. Na, war zumindest schon mal ganz sinnvoll. Gut, dann sind die anderen Mordbrenner dran. Die stürmen auch schon mal auf Yalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, du bist der Einzige, der gerade angreift. Dann kriegst du jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Kommen die auf Nahkampf? Ich meine, ich galoppiere auf die zu. Kommen die auf Nahkampfdistanz ran? Die laufen, oder dass sie das bemüht, auf dich zu und entweder schneiden sie dich oder dein Pferd. Vor allem auch gerne auf das Pferd, das ist besonders hinterhältig. Dann möchte ich vorziehen. In einer Aktion in Niederreiten auf den nächsten Westen, ich breche da durch. Dass sie nur Passierschläge kriegen dann. Lass mich nur kurz gucken, dann wie. Reitest du auf ihn oder so, oder auf ihn, ist egal, dann kriegst du 1, 2, 3 Passierschläge, es sei denn, du kannst den anderen schon mal umbringen. Aber 2 kriegst du auf alle Fälle. Ja, lass mich nur gucken. Reitenprobe plus 6.